Hallo zusammen, hier ist wieder der Röfzhiller mit Ark Survival Evolved und ich bin wieder auf dem Weg zu der Todesinsel beziehungsweise zu einem stillen Ableger, wo ich mir ja eine kleine Base machen möchte. Und da seht ihr schon den Grund meines Besuchs. Letztes Mal habe ich es ja geschafft, nachdem er mich einmal total weggesnackt hatte, dieses Rex-Weibchen zu zähmen. Es ist jetzt Stufe 10 leider nur, aber hey. Immerhin, hier im Guard. Ja. Und sie ist ausgeheilt. Nice! Und das Beste ist, ich habe ja einen Rex-Sattel gefunden. So, das erste Mal, dass ich auf einem Rex sitze. Ist das geil. Und Irmgard hat jetzt 1000 Leben. Ich tue mir weh, wenn ich da runterfliege. Ist ja. Oh. Okay. Ich wollte eigentlich keine Metall farmen. Ich wollte hier natürlich diese Steine hier farmen. Ganz normal. Ja. Weil ich mir hier so einen kleinen Außenposten machen will. Ich will wenigstens erstmal rudimentär eine Mauer drum kriegen. Und um Eingang mache ich mir später Gedanken. Kommt auf die Rückseite von den Felsen. Und dann werde ich es mal wagen, die Todesinsel zu erforschen. Nein, also das ist zu viel gesagt, aber ich werde mal am Rand ein bisschen lang gehen. Das ist doch kacke. Egal. Oh. Ja, lückenhaft. Aber es reicht. Es wird reichen. Müssen. Fürs Erste. Vielleicht verbessere ich es später nochmal. Und das ist natürlich alles in Ordnung. Hier, das lasse ich mal. So als, da baue ich mir vielleicht so eine Leiter hoch. Ach ja, vielleicht. Ich denke mal, früher oder später werde ich da so ein Türmchen hinsetzen. Einfach, damit ich von da oben runter böllern kann. Die Dinge lasse ich jetzt auch mal hier stehen. Die großen Felsen hier. Auch ein bisschen Essen. Deshalb muss ich ein paar Pflanzen jetzt mitnehmen. Bin immer zu faul zu braten, beziehungsweise lasse das ja immer verrotten, damit ich ordentlich Nachwuchs machen kann. 500 kann sie tragen, die Irmgard. Sie ist ja eine Fress- und Killmaschine, deswegen wird mir das auch den Zugang zu mehr Narkotiks erleichtern, weil sie natürlich jede Menge Fleisch reißen kann. Ich hätte sie eigentlich auch Folgen machen können. Kann ich hier direkt mehr Steine und Holz haben. Und wo ist das Holz? Hier waren mal Bäume. Habe ich die mitgenommen? Nein. Unmöglich. Egal. Dann da vorne sind ja auch noch ein paar. Jetzt kann ich mich ja ein bisschen reinwagen. Nur eins. Das ist aber mager. Ja gut. Immerhin. Jetzt kann ich einige von den Steinen kann ich bei Irmgard platzieren. Da kann ich jetzt alles andere viel lockerer angehen. Muss jetzt nicht mehr so viel Angst haben. Ja, im Metall. Scheiße. Egal. War noch ein Teil. Ja, so aber eine Flinte sich zusammenzubauen ist echt ätzend. Oh. Boah. Aber jetzt kann ich ja auch mal mit der Irmgard in die Berge gehen. Man muss aber da vorsichtig sein. Das ist mir ja schon mal im Vulkano passiert,
allzu langer Zeit, dass ich gedacht habe, ich bin unbesiegbar. Und war nur zu besiegbar. Also auf dem Stein liegt es nicht, dass ich jetzt nichts bauen kann. Ich habe bestimmt genug. Boah, hat die gekackt. So. Ja, das ist das Schöne, dass sie ja so schnell aufsteigt. Das nehme ich immer ab. Das kriegt sie. Ja. Ah, oh, ist das schön. Oh, ist das wunderbar. Also den Säbelzahntigern darf man sich nicht vertun. Meine hat ja auch mittlerweile, wie ihr wisst, wow, 800 Leben. Ob das so eine gute Idee ist? Drei Stück und doch. Vielleicht ein bisschen viel, ne? Da ist noch ein Rex, den zähle ich direkt auch. Ein Scherz. Aber das wird mein mittelfristiges Ziel sein. Ich werde hier auch einen Mortar und Kessel bauen. Damit ich ordentlich Narkotics herstellen kann. Das heißt, ordentlich ist ja nicht so viel. Ja, Bärenzeug. Überladen, ja, okay. Ich will den nicht überladen rumrennen. Wieso kann ich denn keine Dings bauen? Dann fehlt mir was anderes. Was fehlt mir denn? Ich doch ein bisschen. Oh, doch nicht so weit scrollen. So, Stein. Ach so, ja, klar. Ja. Hat ja der Louis hier. Seht ihr? Dann konnte ich nicht absteigen. Ja, es geht alles noch. Okay. Ach, das Inventar, easy. Ach, das doch, was das Inventar kapaziert ist. Oh Mann. Immer noch so voll. Scheiße. Drei Stroh. Ja, das ist mal eine Ausbeute. Hier könnte ich vielleicht jetzt ein paar bauen. Ich habe Hunger. Schön, dass ich das alles auf dem Rücken machen kann. So, aber zwei hoch für einen Rex ist ein bisschen wenig, glaube ich. So,
Soll ich eine offene Base machen? Nee. Nee, ich baue mir hier ein Türmchen hin. Das wird das Beste sein. Dann heißt es, ich kann ihn auch einwenden. Aber ich brauche Holz. Den Scheiß hier. Und den anderen Stein, den lasse ich stehen. Wo der Zaun dran angelehnt ist. Und wir machen mal auf einem Floß, bauen wir mal den Stößel, wenn das geht. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon genug Stein für habe. Nö. Doch. Nein, 4. 4 Steine ist ja lächerlich. Komm. Da, nein. Da. Und dann werde ich nochmal sneak gucken, wie groß der Rex ist, der nächste. Das heißt sneaky gucken. Ich glaube, ich nehme Irmgard mit. Besser ist das. Und genau, die werde ich benutzen, um mir eine kleine Base hochzubauen. Hallo. Wie viel habe ich jetzt? 15? Ich brauche ein bisschen, obwohl, das könnte eigentlich schon reichen. Erstmal hier von dem Schaus ein bisschen was. Leder habe ich auch genug. Logischerweise auch Feuersteine mittlerweile. Ich lasse das mal da drin. Ja, guck mal, wie klein die Mauer ist. Wenn ich den Rex angucke. Ah, hier hatte ich was hingebaut, genau, als ich den Rex angeschossen habe, habe ich da was hingebaut. Das war gar nicht das Dümmste jetzt. Oh, spawnt hier nichts mehr. Das war der Rex. Ich gehe mal. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Es ist sehr wenig, was da hochgeht. Deshalb werde ich lieber erstmal wieder drauf leben gehen, wie ich das sonst auch mache. Der Drop schon da? Boah, ich mich erschreckt. Ja, da komme ich irgendwie nicht hin. Ja, nicht ohne Hops zu gehen. Oh. 2. Feuerwehrzahl, nicht so nice. Ich hoffe, die riechen sich hier nicht. Das ist eine kleine Base, aber ich glaube. Ach du Scheiße. Ja, ich fühle mich hier noch nicht so sicher. Die Insel hier hat es auf jeden Fall in sich. Hier werde ich auch nichts Herbivores parken. Sondern nur das, was auf die Schnauze hauen kann. So wie eben gerade hier. Zack.
So, ich glaube, die Folge ist ein bisschen kürzer, aber ich bin noch unentschlossen, was ich tue. Deshalb würde ich sagen, mache ich erstmal hier ein bisschen, damit ich hier starten kann. Und dann schauen wir mal, ob wir noch einen Rex gezähmt kriegen oder ob wir mal in die Höhle gehen oder ob ich mir ein Wasservieh zähme. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Bin gerne natürlich bereit, Wünsche entgegenzunehmen. Danke fürs Einschalten, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Würde mich freuen. Und bis dahin, macht's gut.